Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ich bin zwar nicht sauer, aber ich mache trotzdem einen Zitronenkuchen heute. Sauer macht ja lustig, heißt's. Dieser Zitronenkuchen ist ganz was Einfaches und Schnelles und der ist total saftig. Da kommt nämlich Creme Fraiche rein und das hält total saftiger, so ein Kuchen. Und wie gesagt, das ist ganz was Einfaches und Schnelles eben. Und die Zutaten, die ihr braucht, seht ihr jetzt auf der Zutatenliste. Wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich ein ganz einfacher Kuchen. Die ganzen Eier in die Rührmaschine, also in den Kessel von der Rührmaschine. Man kann natürlich einen Mixer genauso nehmen, das passt auch. Den Zucker dazu und das werden wir mal schön schaumig aufschlagen. So, Eier und Zucker sind ganz cremig aufgeschlagen und da geben wir jetzt unsere Creme Fraiche dazu und das werden jetzt weitere 2 Minuten noch einmal gut einrühren. Die Creme Fraiche ist jetzt wunderbar schön eingerührt und nicht vergessen, in der Zwischenzeit sollte man sich den Backofen vorheizen. Heute habe ich in Ober-Unterhitze 180 Grad eingestellt. Und da geht es jetzt ganz einfach weiter. Eine Prise Salz geben wir hinein, dann ein bisschen Vanillearoma, dann einen Esslöffel voll Zitronenzesten, die habe ich mir zuerst frisch runtergerieben, so, und da kommt ein bisschen Mohn rein. Das schaut dann ganz schön aus, wenn so einzelne Punkte drinnen sind. Einfach ein bisschen Mohn und das Mehl und das Backpulver, das habe ich mir da auch schon vorbereitet. Backpulver tue ich mir ganz gern davor ein bisschen hineinrühren ins Mehl. So, aber jetzt werden wir zuerst diese Zutaten ganz kurz einrühren. Gut, und jetzt geben wir das Mehl dazu. Also der ist wirklich einfach, der Kuchen. Man braucht immer alles nur so dazu schmeißen. Ganz optimal. Wenn es schnell gehen muss. Mehl ist jetzt auch schön untergerührt. Und ganz zum Schluss kommt eine flüssige oder ganz, ganz weiche Butter dazu. So. Noch mal kurz einrühren. Und schon ist unsere Zitronenkuchenmasse fertig. Der ist relativ flüssig. Relativ weich und diese Rezeptur passt genau für eine kleine Kastenform, für diese Einwegkastenformen. Wer große hat, macht diese Rezeptur einfach doppelt oder eineinhalb. Geht auch wunderbar in eine Kugelhupfform, kann man es genauso machen. Ich mag halt ganz gern diese kleinen Kastenkuchen. So, und da werden wir unsere Masse jetzt einfüllen und dann geht es ab in den Ofen. Für 50 Minuten. So. Durch das, dass wir die Eier so richtig schön ausgeschlagen haben, zuerst mit dem Zucker, geht er ja nicht mehr so extrem auf. Es ist nur was vom Backpulver her. Da treibt er noch ein bisschen, aber sonst wird er gerade ein bisschen aufgehen. So, also 50 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze, also bis später. Unser Zitronenkuchen war genau 50 Minuten im Rohr. Dann habe ich Stäbchenprobe gemacht und
Er passt, er ist schön durch. Jetzt werden wir aus dieser Form lösen. Diese Einwegbackformen, von denen löst sie sich aber wunderbar heraus, das gefällt mir aber gut. Und eigentlich könnte man den noch ein zweites Mal verwenden. Ich schmeiße es auch gar nicht weg, ich putze dann ein bisschen aus, wenn das ausgetrocknet ist, und dann werde ich es noch einmal verwenden. So, jetzt kriegt unser Zitronenkuchen noch ein kleines bisschen Zuckerglasur drauf. Das ist ganz was Einfaches. Staubzucker in eine Schüssel geben. Und jetzt kann man entweder frisch gepressten Zitronensaft dazugeben oder ich nehme ganz gern ein bisschen Limoncello. Das ist ganz toll. Wenn er natürlich für Kinder ist, nimmt man halt einen Zitronensaft. So. Und bei dieser Zitronenglasur oder Staubzuckerglasur mache ich es immer so, dass ich nur ein bisschen Flüssigkeit dazu gebe und ich schaue mir das an nach dem Rühren, brauche ich noch was oder nicht. Also das ist jetzt ein bisschen fest. Geben wir noch ein paar Tropfen Zitronensaft dazu. Das sollte halt einfach schön streichfähig sein. Hoppala! Hoppala! Jetzt habe ich zu wild gerührt. Aber jetzt ist sie schön streichfähig. So passt es. Gut durchrühren, dass keine Klümpchen sind vom Zucker. Und dann geben wir das einfach da drauf. Und das braucht auch gar nicht wunderschön verstrichen sein. Das darf auch ruhig ein bisschen heruntertropfen. Das macht gar nichts. Das soll ein bisschen so Freestyle, sagen wir. Mag das ein bisschen sein, gell? So. Und dann gibt man halt einfach noch irgendwas zur Dekoration drauf. Ich habe da Pistazienkerne, was Grünes ist schön. Dann vielleicht noch ein paar Zitronenzesten, ein paar Mandelblättchen, die habe ich mir ein bisschen geröstet. Also da kann man ja draufgeben, was man halt gern mag. Und auch vielleicht ein bisschen was vom Mohn, weil Mohn haben wir ja auch drin, nur ganz wenig, so ein bisschen. So, ja, vielleicht hat euch dieser einfache, schnelle Kuchen, Zitronenkuchen gefallen, dann probiert es aus, macht es noch. Der war keine Hexerei, der schmeckt fantastisch und wunderbar saftig. Bis zum nächsten Mal.